Ist das dein erstes Midsommerfest, Opa? Ja, aber ich habe natürlich deinem Papa, als er klein war, davon vorgelesen. Astrid Lindgren und so. Hat er dir nie davon erzählt? Nö. Na, schau mal, die ist praktisch. Die braucht man nur, um den Baum herumzuwickeln. Papa, live! Auch Eva für die Girlande? Ja, aber nur, wenn es lange Ranken sind. Hey Jenny. Hallo. Hey, die gehört mir. Bei uns zu Hause dürfte man sowas nicht sagen, da wird man gleich als Macho gestellt. Na, behandeln Sie gut. Wollt ihr was trinken oder was essen? Nein, 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 lass das stehen. Wir machen das schon. Trink doch was. Was gibt's? Larry Newport? Das ist für mich meine Reitstunde. Das ist Karin, das ist für mich. Und? Wie alt ist sie? Das ist schwer zu sagen. Mädchen werden ja immer schneller reif. 14 würde ich sagen. Plus, minus. Fanny Lönnquist hat sie gefunden. Fanny Lönnquist? Ach, die Landratstochter. Hoffentlich hat sie keinen Schock erlitten nach der Konfrontation mit der Wirklichkeit. Sie meint, es könnte jemand aus dem Stall sein. Kannst du schon sagen, wie lange sie im Wasser gelegen hat? Na, mindestens ein paar Tage. Sie hat auch recht schwere Verletzungen. Unfall? Selbstmord? Mord? Wart's doch ab. Also, und ich sehe dich dann zum Gesundheitscheck morgen früh. Eva. Und zwar nackt, bis auf die Unterhose. Eva, ich strippe nicht mehr. Doch, für mich schon. Also 11 Uhr morgen. Ja, es muss sein, Robert. Eva. Robert, das ist Larry Newport, der Reitlehrer. Er hat uns alarmiert. Er ist bereit, sie zu identifizieren. Ja, das ist Marit. Ausgerechnet sie. Wieso ausgerechnet? Sie war so ein bisschen das Aschenputtel im Stall. Die einzige, die sich ihre Reitstunden verdienen musste. Mit Stallarbeit. Wann haben Sie sie zum letzten Mal gesehen? Ja. Freitagabend ging, 7 Uhr. Sie ist ausgeritten und dann ist sie heimgefahren. Wie ging es ihr da? Gut, glaube ich. Sie war gern im Stall. Es ist Marit Larsson. Aha. Können wir vielleicht woanders? Ehrlich gesagt schlägt mir das auf den Magen. Noch an der Insel Gotland interessiert? Da ist eine Wasserleiche gefunden worden. Wann und wo? Ja. Also keine näheren Angaben zum Todesumständen, Geschlecht oder Alter. Keine weiteren Angaben. Ich sagte, ich behalte die Fotos. Nein, das sind doch meine Fotos. Ich habe die Fotos gemacht und sie eingeklebt. Du kriegst Abzüge. Emma. Emma! So willst du also unsere Beziehung wegwerfen? Du hast doch alles kaputt gemacht. Ich schick dir die Abzüge. Also dann. Einfach gucken, dass es hier weitgehend auch abgesperrt bleibt. Und vor allem da unten. Da darf keiner hören. Ist gut. Alles okay. Sagen Sie, wissen Sie zufällig, wo Marit wohnt? Irgendwo im Hanseviertel. Ruf mich an, wenn du mehr weißt. Sag mal, ich glaube, wir sollten ab jetzt einfach die Privatnummern benutzen. Wir könnten ja immer noch das Leck haben.
Stimmt. Diesmal darf wirklich nichts nach draußen dringen. Fanny, ich würde dich gern nach Hause fahren. Tschüss, Fanny. So einfach eine kleine Berühmtheit zu sein, oder? Da gibt's Schlimmeres. Weißt du noch, wann du Mare zum letzten Mal gesehen hast? Freitagnachmittag. Ich war sauer. Sie hatte wieder meine Box noch nicht ausgemistet. Und das nicht zum ersten Mal. Ihr mochtet euch nicht besonders, oder? Sagen wir es eher so. Sie hatte ein Problem mit mir. Sie war echt neidisch. Und zeigte das auch auf ihre Art. Solche Sachen kenne ich. Wie alt bist du eigentlich? 14. Ich sehe älter aus, ist klar. Warum hast du eigentlich nicht die Polizei angerufen, sondern deinen Reitlehrer? Weil ich gleich vermutet hatte, dass sie es war. Sie war ja nicht in den Stall gekommen. Hey, das Stück ist cool. Reitet jetzt auch bei euch im Stall. Ida, ich weiß, sie hat es echt drauf. Das finde ich auch. Aber das mit einem eigenen Pferd könnte sie richtig gut sein. Man kommt nicht weit auf den alten Schulgäulen. Danke für die Karriereberatung, aber ein Pferd gibt es erst, wenn sie sich das selber leisten kann. Ja, klar. Schon hat sich das reiche kleine Mädchen mal wieder verplappert und einen Feind mehr. So schnell geht das nicht. Oh, da bin ich ja sehr froh. Mit dem Pferd sollten Sie sich überlegen. Wenigstens eine Reitbeteiligung. Eine Freundin von mir sucht da noch jemanden. Es gibt keine Reitbeteiligung. Und wehe, wehe, du setzt dir da einen Floh ins Ohr. Sprich mit jemand über das, was du gerade erlebt hast, ja? Du kannst auch immer unsere Psychologin anrufen. Ja. Mann, Sie machen sich ja echt Sorgen. Aber meine Mutter ist zu Hause und die Haushälterin auch. Und ich habe jede Menge Leute zum Reden. Tschüss. Emma Vinave? Emma, hier ist Johann. Johann? Wo bist du? Visby, ich bin gerade gelandet. Ich würde dich gern sehen. Können wir uns treffen? Ole ist gerade ausgezogen. Ich kann gleich bei dir sein. Nein, komm auf keinen Fall. Ich möchte allein sein. Emma, ich lass dich in Ruhe, aber jetzt möchte ich dich gern sehen. Jetzt hör auf, mich unter Druck zu setzen. Ich brauche erstmal wirklich Ruhe. Also melde dich erstmal nicht. Wegen mir hättest du nicht kommen müssen. Ich bin sowieso nur wegen meinem Pferd hier. Kein Problem. Können wir uns treffen? Aber ich muss dich sehen. Sie sah ganz schrecklich aus. Ihr Gesicht war zertrümmert und... Aber ich will jetzt mit dir darüber reden. Wieso nicht? Sag mir einen einzigen Grund. Weißt du was? Fick dich! Oh.
Also wir gehen von tödlichem Unfall oder von Totschlag aus. Scheiße. Wolltest du uns einen Gedanken mitteilen, Thomas? Ich will morgen nach Ägypten fliegen. Die Reise wirst du absagen müssen. Marit war definitiv keine Jungfrau mehr. Gibt es Spermaspuren? Nein. Wie lange hat sie schon im Wasser gelegen? Wir müssen die Obduktion abwarten. Ungefähr 5 Tage. Das heißt also seit Samstag. Und niemand scheint sie vermisst zu haben. Die Mutter ist seit 3 Wochen weg, auf Entzug. Welche Anstalt, weiß ich noch nicht. Gibt es einen Vater? Nicht, dass ich wüsste, aber ich bin dran. Auf der Innenbahn führt Lemonstown hoch. Rackdance sucht eine Lücke. Gefolgt von Nummer 8, Pixie. Silver Scotch B hat nun die Führung übernommen. Wir kommen jetzt in die Züge. Silver Scotch B Nummer 7 führt. Gefolgt von Nummer 4, Galoppiert hat. Sieger, Silver Scotch B mit Johann Niemann. Hey, Johann. Hubert. Oder doch, lieber Herr Kommissar. Hey. Kommt drauf an, weswegen Sie hier sind. Wegen Emma? Nein, wegen der Wasserleiche. Das heißt, Sie sind wieder informiert worden? Derselbe Mann, dieselben Ausdrücke. Dann scheint immer noch das Leck im Revier. Und wie viel wusste der Informant? Wann kam der Anruf? Verratet ihr mir den Namen der Wasserleiche? Marit Larsson, 14 Jahre, aus Visby. Der Anruf kam um 11:15. Er fragte mich, ob ich noch an Gotland interessiert sei und dass eine Leiche gefunden worden wäre. Ich habe ihm die üblichen Fragen gestellt, aber er wusste nur, dass die Leiche heute Morgen gefunden wurde. Nördlich von Visby am Strand. Wann war Thomas vorhin am Fundort? Kurz vor 12:30. Hey. Hey. Hallo. Ist offen. Ja. Gehen Sie rein. Die Zeitung ist vom 16. Juni. Ihre Bücher, Liebesgeschichten. Hier, Daddy Langbein auf Englisch aus der Schulbücherei. Keine Zettelchen, keine Liebesbriefe, kein Tagebuch. Kein Computer, nichts. Guck mal her. Die Antibabypille. Und wir müssen Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Nein. Ihre Tochter Marit ist tot. Nein. Frau Larsson. Fassen Sie mich nicht an. Ein Reitunfall. Sie ist am Strand gefunden worden. Vermutlich ist sie schon seit 5 Tagen tot. Aber keiner hat sie als vermisst gemeldet. Mir war jeder Kontakt zu ihr untersagt. Ich war auf Entzug. Und
Und ich durfte auch gar nicht schreiben oder telefonieren. Wieso hat er nichts getan, der Mistkerl? Hat sie einen Freund, bei dem sie vielleicht war? Wir haben bei ihr die Pille gefunden. Ich kenne keinen. Ihr hat niemand angerufen oder sie besucht. Nein, sie hatte keinen Freund. Vielleicht im Stall? Ja, der Stall war ihr Leben. Sie ist nicht tot. Sagen Sie, dass sie nicht tot ist. Guck dir mal den Abdruck an. Das sind Holzschuhe, Männerschuhe. Die verdammten Dinger trägt hier jeder. Ja, sieht aus wie eine Größe 43, 44, sowas. Guck mal hier. Breite Reifen, breite Achse. Sieht ja fast so aus, als ob sie dann tot gehetzt wurde. Das sind Spuren von einem Jeep oder Geländewagen. Sowas wie der Reitlehrer heute Morgen fuhr. Ich will, dass der Wagen konfisziert wird. Carolina! Deine Tasche. So, Ida. Oh, jetzt geht's los. Sei Newport, Sie müssen mitkommen. Papa! Tut mir leid, Ida. Verhört wird Larry Newport. Es ist Mittwoch, der 21. Juni, 17.11 Uhr. Sind das Ihre Schuhe? Ja, das sind meine. Nicht anfassen. Das sind die Schuhe vom Tatort. Was? Tatort? Wie meinen Sie das? Wann haben Sie sie zum letzten Mal getragen? Keine Ahnung. Gestern? Haben Sie sie am Samstag auch getragen? Kann sein, weiß ich nicht. Das sind meine Schuhe für den Stall. Sie waren mit diesen Schuhen auf den Klippen und haben Marit in den Tod gehetzt, mit dem Jeep. Jeder konnte mit dem Jeep fahren. Er steht immer auf dem Hof und der Schlüssel steckt. Marit hat auch schon drin gesessen. Und die Schuhe? Die waren am Tatort. Sie sind auf dem Holzweg. Ich war das nicht mit Marit. Glauben Sie, dass Marit ermordet wurde? Das weiß ich nicht. Wieso behandeln Sie mich wie einen Mörder? Sind Sie ein Mörder? Nein. War Marit unzuverlässig in Ihrer Arbeit? Nein. Aber Sie haben sich nicht gewundert, dass sie plötzlich nicht kam? Ich habe sie auf Ihrem Handy angerufen, aber nicht erreicht. Und Sie haben sich auch keine Sorgen gemacht, als sie an den anderen Tagen auch nicht mehr kam? Hören Sie, ich hatte sehr viel zu tun. Außerdem gehört der Stall nicht mehr, wie Sie vielleicht wissen. Sie waren mit diesen Schuhen auf den Klippen und haben Marit in den Tod gehetzt mit dem Jeep. Jeder kann sich die Schuhe genommen haben. Jeder. Warum hast du geblufft? Na, der Abdruck ist zu schwach. Gib nichts her. Aber die Größe stimmt. Larry hat eine 44. Wir werden die Clocks von sämtlichen Reitern einsammeln müssen. Robert? Berit Larsson ist da. Wer ist schuld? Dieser Dreckskerl, ihr Vater. Er wollte ja nicht mal. Und er hat
hat sich auch nicht vermisst gemeldet. Wer ist der Vater? Sie wissen, wer er ist. Sie haben doch unser Leben zerstört. Ich wusste gar nicht, dass Larsson eine Familie hat. Das Leck? Ja, da hätten wir es. Schade. Weil ich doch ein so schöner Verdächtiger war, hm? Was hältst du denn? Hast du da nichts mit? Ich kotz gleich. Du bist so ein Geizkrank. Wie oft hab ich dir schon einen ausgegeben? Mann, wenn du unbedingt nach Mallorca willst, dann bezahl den Scheiß allein. Ich doch nicht. Irgendwann poliere ich dir die Fresse. Das steht fest. Björn Larsson? Ich verhafte Sie wegen illegalen Abhörens geheimer Frequenzen und Behinderung der polizeilichen Ermittlungen. Na, was wohl? Verflucht, ich wollte mich rächen für meinen widerrechtlichen Rauschmiss. Die Kündigung war rechtens. Sie haben die notwendige Behandlung Ihres Alkoholismus verweigert. Scheiße, Sie hätten mich doch sowieso vor die Tür gesetzt. Wo waren Sie vergangenen Samstag? Wieso? Antworten Sie, wo waren Sie vergangenen Samstag? Ach, ich war mit Henry unterwegs. Sie haben getrunken von Freitagabend bis Sonntag. Und er kann das bezeugen. Warum haben Sie Ihre Tochter nicht vermisst gemeldet? Was reden Sie da? Was ist mit meiner Tochter? Vermisst ihr sie? Ist das Ihre Tochter? Marit Larsson? Ja, das ist Marit. Wieso? Was ist mit ihr? Augenblick mal. Zu welchen Anklagepunkten vernehmen Sie meinen Mandanten jetzt? Seelische und körperliche Vernachlässigung der ihm anvertrauten Tochter mit tödlichen Folgen. Er hatte keine Ahnung. Ist sie tot? Sie haben sich nicht um sie gekümmert. Augenblick mal, das ist meine Ex-Frau. Sie haben sie wochenlang allein gelassen. Sie hat aber bei ihr gelebt. Haben Sie angerufen? Ja, nein. Morbid war allein. Mutterseelen allein, die ganze Zeit. Und Sie haben ihr erbärmliches kleines Mädchen gekühlt, anstatt sich um ihre Tochter zu kümmern. Von mir wollte sie doch nichts wissen. Sie hatte... Sie bist doch nicht auf andere, Björn. Wie sollte ich denn... Sie ist dein Kind. Konnte du bist der Mann, das ist deine Verantwortung. Und jetzt ist sie tot. Robert, wir machen jetzt eine Pause. Darf die Insel nicht verlassen und hat sich täglich auf dem Revier zu melden. So können wir gehen. Emma?
das hier. Emma, können Sie mir sagen, ob Marit den Schulcomputer benutzt hat? Vielleicht hat sie gechattet oder auch ein Tagebuch geschrieben. Bitte rufen Sie mich oder meine Kollegin Karin Jakobsen an. Jederzeit, auch privat. Vielen Dank. Weißt du was? Das will ich auch gar nicht wissen. Überhaupt will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann such dir eine andere, die dein Pferd bewegt. Alte Zicke! Hey, Fanny. Sonst bin ich ja ein braves Mädchen. Wie geht's dir? Super. Du warst heute Nachmittag wieder reiten. Naja, leider kann ich kein Trauerjahr einlegen. Mein Pferd muss bewegt werden. Euer Reitlehrer, der Larry... Bei dem sind Sie jetzt gründlich unten durch. Der ist echt sauer auf Sie. Mein Beruf ist es nicht, Leute glücklich zu machen. Was für ein Verhältnis hatte Larry zu Marit? Sie glauben doch wohl nicht, dass Marit... diese eiserne Jungfrau. Und von seiner Seite hältst du es für möglich? Denken Sie ein ekliges Zeug. Nie im Leben. Larry würde sowas nie tun. Es sind Schülerinnen. Sorry. Und? Kannst du jetzt doch? Robert, ich hol dir ein Glas. Ich muss noch arbeiten. Ich hol dir ein Glas, Robert. Und? Kommt jetzt der schlimmste Teil des Tages? Was meinst du? Ja, das gemütliche Beisammensein mit deinem Vater. Seit wann willst du mit mir gemütlich beisammen sein? Wir waren einmal eine glückliche Familie. Du hast es nur vergessen. Ich habe nichts vergessen. Ich sag den Kindern noch gute Nacht. DBDDHKP. Was? UKA. Was heißt das nochmal? Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen und... Und keine Arznei, genau. Und du warst doof, du hast Larry mitgenommen. Ida, das gehört zu meiner Arbeit. Und seine Schuhe und den Jeep auch, wo wir den noch brauchen im Stall. Aber wir wollen doch alle wissen, was mit Marit passiert ist, oder? Schon, aber wegen der fällt jetzt Midsommar aus. Aber wer sagt denn sowas? Leif sagt, das passt jetzt nicht mehr, wo Marit tot ist. Wo ich mich schon so drauf gefreut habe. Aber wir feiern doch im Almedalspark, wie jedes Jahr. Aber das ist nicht der Stall. Im Stall ist es viel schöner. Ida? Ich find's richtig, dass Leif die Feier für den Stall abgesagt hat. Wo es doch praktisch Marit zu Hause war. Ich find's blöd. Sag mal, die Fotos hier. Wo hast du die her? Von Marit. Kann ich die kurz haben? Gute Nacht, Süße. Thank you.
lasse euch jetzt allein. Ihr seht euch ja so selten. Gute Nacht. Du bist doch so weit hierher gereist, um mit uns zusammen zu sein. Robert muss arbeiten. Das kann er doch auch morgen tun. Nicht, Robert? Wir können uns doch morgen zum Mittagessen bei Leif treffen. Oh, gerne. Also gute Nacht, ihr beiden. Schlaf gut. Gute Nacht. Du kannst froh sein, dass deine Freunde und die Familie sich um deinen Vater kümmern, oder? Wieso nutzt du nicht die Chance, wenn du sie hast? Was ist so wichtig? Larry Newport. Er war in den USA angeklagt wegen sexueller Belästigung. Was? Aber Robert, das war 1994 und er wurde freigesprochen. Ich habe da nie etwas Ungewöhnliches gespürt oder gesehen. Er ist so nett zu Kindern. Er ist ein Freund. Das kann nicht sein. Genau. So fängt es immer an. Ach, Robert, also... Er muss sie doch anfassen beim Korrigieren ihrer Haltung, oder? Und das hier? Die sind doch hysterisch in Amerika. Ich traue Larry nicht. Ich will nicht, dass Ida weiter in den Stall geht. Was sagst du? Sie soll nicht weiter zum Reiten gehen. Du verbietest Ida das Reiten? Ja. Du hast sie nicht alle. Gleich. Ich hab dich hier nie laufen sehen. Meine normale Strecke war mir heute zu kurz. Ich wusste gar nicht, dass du ein Hund hast. Das ist nicht mein Hund. Ich habe gestern Nacht noch Larry Newport überprüft. Aha. Er war in den USA angeklagt wegen sexueller Belästigung. Einer Minderjährigen? Das ging nicht draußen vor. Freispruch? Ja. Dass er Marit nicht als vermisst gemeldet hat, reicht einfach nicht als Verdacht. Ich habe gestern noch seine Handygespräche gecheckt. Er hat Marit das letzte Mal am Samstag gegen 9:30 angerufen, hat 5 Sekunden gesprochen. Zeit für eine kurze Nachricht auf der Mailbox. Das passt alles zu seinen Aussagen. Und Emma Vinave hat mich gestern noch angerufen. Marit hat auf dem Schulcomputer gesessen. Ich habe den Computer abholen lassen, wird gerade gecheckt. Sehr gut. Sag mal, wenn du gestern nicht so viele Fehler gemacht hättest, dann wären wir schon weiter. Larry Newport war im Prinzip kooperativ. Ich glaube, er hätte uns viel mehr gesagt. Jetzt müssen wir uns aber wegen jeder Kleinigkeit mit seinen Anwälten auseinandersetzen. Gut, ich war ein bisschen heftig, und gestern beim Verhör mit Björn, da warst du ja wahnsinnig hart. Du bist ja richtig aus der Rolle gefallen. Warum? Ich meine, ich brauche keine Antwort darauf. Du solltest die aber wissen. Also gut, dann mach du bei den Reitern weiter. Ich kümmere mich um diesen Kumpel von Björn, den Henry Dahlström. Ich bin in der Dunkelkammer im Keller.
fix hier was gearbeitet. Danke. Und ist es die Tatwaffe? Wahrscheinlich schon. Ja, das ist wohl Mord. Und vorher gab es vermutlich einen Kampf. Wie lange ist er denn schon tot? Na, so lange noch nicht. Ich würde sagen, höchstens 8-9 Stunden. Lene! Lene! Niklas? Ida? Wo ist Lene? Wo ist Ida? Lene ist bei einer Entbindung und Ida ist im Reitstall. Du lässt Ida allein zum Reitstall gehen? Ich sehe das auf. Niklas wollte zum Geigen und Jenny hatte gerade Zeit. Ich will nicht, dass Ida allein dorthin geht. Ich will, dass auf sie aufgepasst wird, verdammt nochmal! Papa! Aber es wird doch auf sie aufgepasst. Niklas, entschuldige. Warum tust du das? Weil er Angst hat um euch. Ida, war schön im Stall? Ja. Hey, Jenny. Hey, hey. Wollt ihr was Süßes? Ja. Hey, Jenny. Hey. Vergesst den Mörder nicht. Sucht einen älteren Mann. Sucht im Stall. Hat sich jemand einen ziemlich dummen Scherz erlaubt. Wir spielen noch ein bisschen Federball, ja? Ich gehe jetzt schlafen, aber so gegen 5:30 müssen Sie wieder mit mir rechnen, ja? Gestern hat Dahlström 50.000 Kronen gewonnen beim Rennen. Hat überall damit angegeben. Und er war geizig. Das hat Björn zu Dahlström gesagt, bevor wir ihn hops genommen haben. Sei nicht immer so geizig. Aber ein Mord, wo er doch weiß, dass wir ihn beobachten? Vielleicht stand er auch unter Alkoholeinfluss nach dem Schock wegen Marits Tod. Jedenfalls schön blöd, dass wir ihn gestern wieder auf die Menschheit losgelassen haben. Du weißt genauso gut wie ich, dass wir ihn laufen lassen mussten. Und weißt du was? Ich will, dass du ihn mir wieder herschaffst. Und zwar jetzt. Chef, das kam vor einer halben Stunde. Anonym. Vergesst Marit nicht, der Mörder ist immer noch unter uns. Und das Telefon läuft heiß. Die Presse. Dahlström war einer von Ihnen. Er sagt Ihnen, eine Presseerklärung kommt. Mehr gibt's nicht. Okay. Ach, und der Techniker hat was für dich abgegeben. Es liegt auf dem Schreibtisch. Tagebuch Marit Larsson. Es beginnt am 1. März. Der letzte Eintrag stammt vom 10. Juni. Danach war die Schule geschlossen. Sie konnte nicht mehr an den Computer. Morgen wird Elle bestimmt wieder mit mir schlafen. Ich kann ja nicht immer meine Tage haben. Wenn das mit dem Schlafen nicht wäre. Aber er braucht es. Und ich habe ja nur ihn auf der Welt. Ihn und die Pferde. Liebesbeziehung mit Elle beginnt am 10. März. Der Eintrag lautet: Heute, als ich vom Reiten kam, fing es plötzlich an zu schneien. Und ich hatte meine Handschuhe nicht dabei. Dann bin ich mit dem Rad gerutscht und gefallen.
Zum Glück kam El mit seinem Wagen. Ich werde das nicht akzeptieren. Du kannst nicht einfach Schluss machen, wie es dir passt. Oder ich rede mit der Polizei. Denn ich bin erst 14. Total lieb, hat das Fahrrad in seinen Wagen verladen. Das dreckige Fahrrad in seinen schönen Wagen. Und dann hat er mich nach Hause gefahren. Ich wollte nicht, dass er bis vors Haus fährt. Und da hat er gehalten und gefragt, warum. Ich will jetzt nach Hause. Wir haben dann stundenlang geredet. Über alles. Einfach über alles. Nächster Eintrag, 15. März. Ich habe die Obduktionsergebnisse. Gut, bitte. Erst will ich deinen Alabasterkörper sehen. Dahlströms Tod trat zwischen 23 und 24 Uhr ein. Der Schlag mit dem Hammer hat die Schädeldecke zertrümmert. Hinweise auf den Kampf? Ja, er wurde vorher gewürgt. Aber die Todesursache war der Schlag mit dem Hammer. Der Täter muss Kraft gehabt haben. Ja, definitiv ein Kerl. Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder. Glaubst du denn, die Fälle hängen zusammen? Ja, schon komisch, zwei Tote in zwei Tagen. So, jetzt steh auf und versuch den Boden mit den Fingerspitzen zu berühren. Rückenschmerzen? Höchstens mal am Rasenmähen. Tja, ihr Riesenmenschen kriegt es alle mit der Bandscheibe. Du gehst zu 10 Sitzungen. Krankengymnastik? Da gehe ich sowieso nicht hin. Ja, wenn du lieber auf den OP-Tisch möchtest. Ja, hier ist Eva. Okay, gut, ich sag's ihm. Das war Karin. Björn ist da. Björn Larsson, Sie stehen unter dem dringenden Tatverdacht, Ihren Freund Henry Dahlström umgebracht zu haben. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Können Sie wiederholen, was ich gesagt habe? Ja, ich soll der Mörder von Henry sein, aber er ist doch Schwachsinn. Warum sollte ich? Weil Sie an sein Geld ran wollten. Sie haben ja beklagt, dass er so geizig wäre und Sie wollten weg, in die Sonne. Was soll ich denn in der Sonne? Weg aus Gotland? Weg von der Erinnerung an Marit? Mit Geld, um sich zu Tode zu saufen? Herr Larsson, wo waren Sie gestern zwischen 22 Uhr und 1 Uhr früh? Ich war zu besoffen für so eine Tat. Könnt ihr nicht allein eure beschissene Polizeiarbeit machen? Ich habe noch 0,7 Promille mindestens. Dieses Verhör ist nicht mehr wert als Scheiße. Setzen Sie sich. Ich bin auch nur hier, um euch eins zu sagen. Ich bin nicht schuld an Marits Tod. Und Robert, wenn du mich nicht gefeuert hättest, wären wir noch eine glückliche Familie. Hey, entschuldige für meinen Mordfall. Aber wenn du unter Zeitdruck bist, können wir auch ein anderes Mal. Nein, ich brauche sowieso eine Pause. Außerdem habe ich Hunger. So ein Mord, schlägt er dir nicht auf den Magen? Das gehört zu meiner Arbeit. Ich nehme den Fisch. Als Kind hast du nie Fisch gegessen. Daran erinnerst du dich? Ich erinnere nicht mal, dass wir an einem Tisch gesessen haben. Es war nicht alles so schlecht, wie du es in Erinnerung hast. Wirklich? Ich nehme auch den Fisch. Verstehe die Karte sowieso nicht. Irgendwie werden die immer jünger, hm?
Ja, weil wir älter werden. Warum ist es so schwer für uns, miteinander zu reden? Bist du wirklich so krank? Lena hat es mir erzählt. Das ist die alte Geschichte, das Herz. Und deswegen bist du hier. Gibst den guten Familienvater, der du nie warst. Robert, ich weiß, dass ich viele Fehler gemacht habe. Aber einmal... Oh, hier. Das müsst ihr probieren. Aloe Vera mit einem Schuss Wodka. Du kriegst nur Ginger Ale, du bist noch auf Mörderfahrt. Und, wie läuft's? Schon ein unter Verdacht? Wie sieht's aus? Nein, nein, wir sind noch ganz am Anfang. Aber du weißt auch, dass Dahlström beim Rennen gestern gewonnen hat. 80.000 oder so. Wie viel sind denn 80.000 in Euro? Circa 8.000. Kanntest du Dahlström? Oh ja, wer kannte den Typen nicht? Ich musste ihn ein, zwei Mal aus meinem Reitstall verjagen. Ihr ahnt ja nicht, was solche Irren mit den Pferden anstellen, nur damit ihr Favorit gewinnt. Was denn? Na, er wollte ausspionieren, wie die Tiere in Form sind. Robert? Ich muss. Entschuldigung, bitte. Auf dich. Ich war bei der Bank. Dahlström hat seinen Wettgewinn in Höhe von 50.000 vollständig eingezahlt. Und es gab weitere Bareinzahlungen. Sie beginnen im Mai 2002. Seitdem landen unregelmäßige Abstände immer wieder unterschiedliche Summen auf seinem Konto. Hier, 8.000 Kronen, 5.000 Kronen, 3.000 Kronen. Die höchste Summe 20.000 Kronen. Alles Wettgewinne? Nur die letzten beiden. Aber jetzt kommt's. Letzte Woche am 13.06. kommen eine Bareinzahlung in Höhe von 500.000 Kronen. Was hat die denn hier? Tja. Kein Hinweis auf Drogen oder Drogenhandel. Der Spürhund hat nichts gefunden. Weder an der Wohnung noch unten im Keller. Der Abdruck hat auch nichts gebracht. Keiner der Schuhe aus dem Stall passt. Und mit den Handyverbindungen von Marat bin ich auch nicht weitergekommen. Mit Sommer. Anscheinend arbeiten nur wir. Der Jeep aus dem Stall hat auch nichts ergeben. Zwar gibt es alle möglichen Spuren, auch von Larry und Marat. Aber auf der Klippe war der Jeep definitiv nicht. Dann müssen wir eben an die Zulassungsstelle ran. Ich habe dich schon angerufen. Die schicken die Liste mit den Diebs und Geländewagen. Die bringen was über unseren Fall. Hier hat Henry Dahlström als fester Freier gearbeitet. Bis zu seiner Frühpensionierung vor 5 Jahren wegen Rheuma. Arbeiten konnte er trotzdem. Schwarz. Das mag in anderen EU-Ländern ein Kavaliersdelikt sein. In Schweden ist es eine schwere Straftat. Darum haben wir unsere Zeugen unkenntlich gemacht. Dahlström hat mir das Haus verputzt. Er nimmt halb so viel wie ein normaler Maurer. Bei dem Preis vergisst man die Angst, erwischt zu werden. Bravo. Diesmal hat es leider unsere Schulden getroffen. Ich finanziere die Typen mit Steuergeldern und den Kaviar aus Brot verdienen sich mit Schwarzarbeit. Das würde ja die Einzahlungen erklären. 3.000, 5.000. Es ergibt aber auch einen ganz neuen Kreis von Verdächtigen. Wieso hat er diese Spuren, wir nicht? Weil wir Polizisten sind und sie uns sowas nie sagen würden. Hey, muss einer sie überhaupt noch trainieren? Ja, der dient auch ganz gut. Weshalb sind Sie hier? In meiner Reportage? Ich will wissen, wer die Auftraggeber von Dahlström waren. Sie erwarten nicht im Ernst, dass ich meine Quellen preisgebe. Ich meine, die Leute vertrauen mir, weil ich eben nicht bei der Polizei bin. Schwarzarbeit läuft bei euch unter richtiger Kriminalität. Muss ich Ihnen ja nicht erklären. Die Leute setzen doch ihre Existenz aufs Spiel. Ich bin am Delikt schwarze Auftragsvergabe nicht interessiert. Ja, würden Sie eine Straffreiheit zusichern? Ja. Und was springt dabei für mich heraus? Eine Information. Aber erst den Namen. Erst die schriftliche Zusicherung, dass die Leute straffrei ausgehen. Sie haben mein Wort, das muss reichen. Wir kriegen es auch so raus. Es wäre nur eine Zeitersparnis. Wie, Sie kennen Henry Dahlström gar nicht. Ist aber sonderbar. Sie stehen auf meiner Liste. Ein gewisser Rolf Svensson behauptet, Henry Dahlström an Sie vermittelt zu haben. Egal, was der sagt, ich kenne den nicht. Ja.
Verstehe. Drei Fragen zu klären. Wer schickt die anonymen Faxe? Wer ist Marits Liebhaber, der mysteriöse L? Und woher hatte Dahlström 500.000 Kronen? Denn ganz offensichtlich sind es keine Wettgewinne, keine Erbschaft und keine Gewinne aus Drogenhandel. Werden, was ich eigentlich will. Emma. Schon vorgestern und gestern habe ich es dir gesagt. Und heute sage ich es dir nochmal. Lass mich in Frieden. Sag mal, spinnst du? Glaubst du, du kannst mich so abservieren oder was? Ich hab gesagt, lass mich in Frieden. Dahlström, Marits Liebhaber erpresst. L. Wo siehst du die Pferdchen? Die stehen ja in fast jedem Haushalt. Nein, nein, ich meine die Art, wie sie aufgestellt sind. Wo habe ich das schon mal gesehen? L. L, wer ist L? Ein Mann zwischen 30 und 50. Verkehrt im Stall, reitet auch selber. Wie Larry Newport. Ich weiß, wer die Faxe abgeschickt hat. Und? Ein pummeliges Mädchen, um die 15, blonde Haare. Das erste wurde auf einer Post abgeschickt und das zweite aus einer Klinik. Und jetzt guck mal, wer da arbeitet. Dr. Lars Hedin. Er hat ja mal die Pille besorgen können. Und seine Tochter reitet im Stall. Ich heiße Carolina Hedin, bin 16 Jahre alt und ich habe die anonymen Faxe an die Polizei geschickt. Mein Vater hatte ein Verhältnis mit Marit und jetzt hat er eins mit Fanny. Und ich finde das so widerlich, so abartig. Ich will, dass es aufhört. Warum, Carolina? Warum? Weil du alles kaputt gemacht hast. Du hast alles kaputt gemacht, du Schwein. Hey, hey, was ist los? Ich hatte niemals ein Verhältnis mit Marit. Ich hatte kein Verhältnis mit Marit. Und auch mit keinem anderen Mädchen aus unserem Reitstall. Aber Carolina hat mich mit Marit gesehen in meinem Sprechzimmer. Das war im April. So was spinnen die sich doch einfach zurecht. Teenager-Fantasien. Glauben Sie etwa, ich bin so dumm als Reitlehrer? Meine Schülerinnen sind doch alle mitten in der Pubertät. Verstehen Sie? Bei meiner Vorgeschichte, das wäre doch das Letzte.
Caroline hatte Schwierigkeiten mit meinem Beruf. Und dann noch mein Seitensprung mit einer jungen Krankenschwester, das war dann zu viel. Ich weiß, es war ein Fehler. Aber ich habe bezahlt dafür. Mit dem Verlust meiner Ehe und meiner Tochter. Ich habe sie nicht umgebracht. Marit hat manchmal im Krankenhaus geputzt, wenn die Mutter ausfiel. Sie hatte niemanden, mit dem sie reden konnte. Und sie weinte eines Tages beim Wischen. Da ist es eben dazu gekommen, dass wir uns häufig unterhalten haben. Über ihre alkoholkranken Eltern, über... Nur geredet. Wir gingen auch spazieren, ja? Sie haben ihr die Antibabypille gegeben. Sie war verzweifelt, hatte Angst, schwanger zu werden. Was haben Sie noch mit ihr gemacht? Ihr zugehört. Getröstet und in den Arm genommen. Aber es ist nie etwas passiert. Sie hat sich nicht mal untersuchen lassen. Angerührt habe ich sie nie. Ich habe nichts zu tun mit Marits Tod. Und die Pferde da? Ja, solche Figuren habe ich zu Hause. Können Sie sich ansehen. Meine sind größer. Sauberes Alibi für die Mordzeit Dahlström. 5 Zeugen. Wir müssen ihn spätestens um Mitternacht laufen lassen. Ich weiß, und Lasedin ist auch raus. Als Marit ermordet wurde, war auf einem Kongress. Und wegen des Verdachts auf Missbrauch haben wir nur die Aussage seiner Tochter. Ich glaube auch, dass Carolina lügt. Ich bin sicher, dass Fanny ein Verhältnis mit einem älteren Mann hat. Aber mit Lasedin? Ich muss einfach nur mal mit ihr sprechen. Momentan bleibt unter schon nur Larry Newport. Kommen Sie nachher auch mit in die Sauna? Und? Gern. In 2 Stunden. Gut. Hey. Kann ich kurz mit dir reden? Allein? Fanny, darf ich dir 2 Fragen stellen? Ja, klar. Was wollen Sie wissen? Was ist für dich ein älterer Mann? Einer wie Sie. So wie ich? Na gut. Und wann ist einer zu alt? Das kommt drauf an. Zu alt wofür? Na, zu alt, um mit ihm zusammen zu sein. Und mit zusammen meinen Sie also richtig zusammen? Genau. Ja, da. Das ist die Obergrenze. Schließlich bin ich kein Kind mehr.
Und zu welcher Gruppe gehört Lars Hedin? Lars Hedin? Sagt Carolina das? Oh. Und Larry? Er ist schon ganz süß. Aber wenn wir hier weiterreden, glaubt man noch, wir hätten ein Verhältnis. So denkt jedenfalls Carolina. Ach, so ein Schwachsinn. Also dann, ja. Hey, Emma. Kommen Sie mit Blumen pflücken? Nein. Ist alles okay? Ich bin schwanger. Emma, ich gratuliere. Oh. Ich weiß nicht, von wem es ist. Und auch nicht, ob ich es kriegen will. Wenn es erst auf der Welt ist, ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Alles andere klärt sich schon. Okay? Warum kommst du erst jetzt? Wo warst du so lange? Ida, wie war das nochmal mit den Buchstaben? DBDD? HKPU. Was heißt L? L? L. HDL heißt, hab dich lieb. Danke. Dein Vater und ich gehen in die Sauna, kommst du mit? Oh ja? Johann, wollen Sie auch mitkommen? Zu uns in die Sauna? Ja, gern. Warum nicht? Johann Berg, Fernsehreporter. Leif, mein Freund. Hey. Hallo. Ach, meine kleine Maus. Du Ärmste. Robert! Hier. Bitte fahr sie nach Hause. Nicht nach Hause. Wie ist deine Nummer von zu Hause? Meine Eltern sind gar nicht zu Hause. Du musst über uns schlafen. Kann ich mit zum Blumenpflücken? Bitte, bitte. Nein, dies ja nicht. Ich will aber. Gehört das nicht irgendwie dazu? Line geht doch sicher auch mit, oder? Was soll das jetzt? Sie ist meine Tochter. Ich bestimme, was hier passiert. Wollt ihr noch weiter diskutieren? Du solltest mit Fanny fahren. Und wir gehen Blumenpflücken. Komm. Fanny, komm, wir fahren nach Hause. Nein, ich gehe mit den anderen. Aber ihr bleibt in der Gruppe, ja? Jemandem träumen heute Nacht, oder? Mir ist es zu heiß hier. Also.
Warum bin ich fertig? Du kannst dich entspannen, ihr hattet doch Erfolg. Larry Newport ist in Haft. Aber ich glaube, er ist der Falsche. Ja, wenn Fanny wieder nüchtern ist, dann sehen wir weiter. Ich muss was hier. Komm rein, es ist herrlich. Na komm, was stehst du denn auf? Ich werde dann morgen wieder fahren. Du hast zu tun und wir beide können doch nicht miteinander. Ich konnte nichts tun. Wir haben im Wasser gespielt. Sophie lag auf der Luftmatratze. Plötzlich war sie weg. Warum sagst du das jetzt? Weil Sophie unser einziges Thema ist. Ich habe dir nie einen Vorwurf gemacht. Doch hast du. Du hast mir nie verziehen, dass ich noch lebe und sie nicht. Lass es gut sein, Robert. Es ist so lange her. Es ist überhaupt nichts gut. Du hast mich im Stich gelassen, als ich die brauchte. Du hast mich seitdem doch überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Ich hatte keine Kraft mehr. Bis ich eine offizielle Genehmigung von meiner Dienststelle bekomme, können noch ein paar Tage vergehen. Sie wissen ja, Midsommer. Wir zwei sind wahrscheinlich die Einzigen, die arbeiten. Das ist eine absolute Ausnahme. Aber ich vertraue Ihnen mal. Wohin soll ich Ihnen die Angaben faxen? Nach Visby 257550. Und Sie sind von der ENA? Ja, das stimmt genau. Johann Berg. Aber ich stehe ja sowieso neben dem Fax. Wie gesagt, in ganz Schweden sind wir zwei wahrscheinlich die Einzigen, die arbeiten. Ja, ich schicke Sie. Danke. Edo. Träum schön. Und vergiss nicht, von wem du geträumt hast. Den heirate ich dann, weiß ich doch. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Fanny, träum du auch was Schönes. Und wer soll dir erscheinen im Traum? Leif! Ich meine, wenn er mir sonst schon nicht erscheint.
Das ist mir egal, ob du verkatert bist, Thomas. Du fährst jetzt zu Lars Hedin und schick jemanden zu Björn Larsson. Ja, wir müssen Fanny finden. Wir haben Midsommer. Wie viele kommen da nicht ins Bett? Und kann sie zu ihren Eltern gefahren sein? Das glaube ich nicht. Die sind auf Fuhre. Freundinnen, Freunde? Ich weiß es nicht. Versuch's bei Carolina. Die Jungs hier, kennen Sie einen davon? Nein. Hat einer einen Namen mit L? Ich weiß es nicht. Dann holen Sie mir die Eltern ans Telefon. Ich habe die Nummer in der Küche. Sagen Sie, war Fanny bei dieser Veranstaltung dabei? Die Landrätin legt großen Wert darauf zu zeigen, was für ein Mensch man ist. Und Fanny geht gerne mit. Hat sie auch eine andere Einladung aufgehoben? Ich wühle nicht in ihren Sachen. Sagen Sie, wussten Sie, dass sie die Pille nimmt? Das geht mich nichts an. Ich rufe jetzt die Eltern an. Carolina geht nicht dran. L, wer ist L? Wo könnte sie denn sonst noch sein? Bei den Hedins ist sie nicht. Carolina hat gestern die Abendmaschine nach Stockholm genommen, zurück zu ihrer Mutter. Und ihr Vater ist ihr nachgeflogen mit der letzten Maschine. Und Björn Larsson? Der war bei Marits Mutter im Krankenhaus. Sie hat versucht, sich umzubringen. Björn hat ein wasserdichtes Alibi. Hier ist die Gästeliste dieser Wahlparty. Wir müssen alle Männer über 30 identifizieren. Einer von denen hat sie. Wenn wir sie in 2 Stunden nicht haben, dann leite ich die Großfahndung ein. Das ist mir egal. Ja, macht weiter, ich bin gleich zurück. Wir sind beim Baden. Essen ist im Kühlschrank. Ich hoffe, ihr habt Pfanne gefunden. Super. Das Catering. Das Catering war nicht auf der Liste, natürlich. Das ist doch nicht möglich. Thank you.
ist Fanny? Wo ist Fanny? Ist sie hier? Was hast du mit ihr gemacht, Leif? Hast du sie auch die Klippen runtergestoßen wie Marit? Ich hab sie nicht umgebracht. Wo ist Fanny? Sag's mir. Oder ist sie auch schon tot? Ich bin doch kein Verbrecher. Ich hab ihr nichts getan. Du hast Marit missbraucht. Und Fanny, das sind Kinder! Das sind sie nicht mehr. Sie wissen, was sie tun. Sie spielen mit uns. Nein, ich wollte Marit retten. Aber sie war außer sich, drohte mit Selbstmord, nur weil ich sie nie wieder im Stall sehen wollte. Das ist gelogen, Leif. Nein, nein, komm, ich wollte sie doch nur aufhalten an den Klippen. Dahlström hat dich mit den Fotos erpresst. Und darum hast du Marit umgebracht. Und dann hast du Dahlström erschlagen. Und jetzt ist Fanny hier. Wo ist sie? Sie ist im Schuppen. Krankenwagen. Kleinen Moment. Finden Sie wirklich, dass eine Polizeieskorte notwendig war? Musst du dich immer so betrinken? Also, hat es noch Sinn, dass ich zur Brandstelle komme? Thank you.
Zeit. Wir müssen los. Also dann. Ja. Hans? Hm? Kommst du wieder? Gerne. Los, Papa, komm! Papa, komm, los!